Auf was wart ihr alle? Bis der Zug hier auf die Party steigt. Werner, hast du einen Dominik gesehen? Warten Sie. Vielleicht kommt da unten einer rauf. Ah, okay. Sie was fragen? Auf was warten Sie? Auf Foto. Auf was warten Sie? Auf gute Laune und das Bier. Auf was Sie warten? Auf einen Umzug. Sie auch, oder? Normale. Natureinander, das sind wir mehr. Wir sind keine Versteher, sind super tolle Laden da unten. Süße Lieben ein und dann lass dich einfach darin treiben. Wollt ihr Arbeit? Nein. Wollt ihr Regeln? Nein. Wollt ihr allein sein? Nein. So, was macht ihr jetzt mit dem Bus? Also der Bus, der ist vom Reitclub Turniergemeinschaft Geisenfeld und da machen wir einen Bürgerbus draus. Bürgerbus oder Geisterbus. Aha. Das ist bestimmt ganz interessant, aber der muss erst fertig werden. Und warum Geisterbus? Ja, weil der Bürgerbus sowieso einmal auffährt. Und wenn die Stadt halt ein bisschen einmal sparen darf, dann dauert es auch lange. Ich finde den Bürgerbus grundsätzlich als Idee vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das können sie ja auf Abruf auch machen. Dann fahrt er nicht lau durch die Gegend. Und da hat halt auch Kosten sparen. Und mit dem Faschingswagen wollt ihr ja nochmal so ein bisschen aufzwangen. Aha, denkt nochmal nach. Ja, also für das ist ja der Fasching eigentlich da, dass man denen halt einmal zeigt, was eigentlich ein bisschen schief läuft und was sie halt anders machen könnten. Ganz einfach. Aber jetzt muss ich erstmal weiterputzen. Jetzt werde ich fertig. Thank you.
meant to last forever. So let me in, you don't know what to do. Es hat so also leise, ich versteht man ja nicht. Aber trotzdem, mit einer halben paar Tausend begrüßen wir euch alle in Geisenberg mit einem dreimal kräftigen Papa Hausner. Eisenfeld, Papa Hausner. So, das ist jetzt unser Wagen von der Kolbingsfamilie Geisenfeld. Hier sind die zwei Ideengeber und das sind nicht nur die Ideengeber, sondern netterweise auch die Ideenumsetzer. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, wir haben das in der Zeitung gelesen. Hat der Kolber einen schönen Bericht geschrieben, also ein paar Mal über den ganzen Kuddelmuddel da mit dem Rauswurf und der Bürgermeister wollte wieder rein und so weiter. Dann haben wir gesagt, Mensch, das war ein Thema und jetzt haben wir ein halbes Jahr hingearbeitet, schreibt es so, wie wir durchgewerkelt haben. Buckelt und gearbeitet haben wir, ja, das ist jetzt praktisch diese, wir haben das illegale Jagdversammlung bezeichnet, weil es war ja eigentlich auch offiziell eine Jagdversammlung. Und weil das dann so in der Presse so hochgespielt worden ist, die ganze Aktion, haben wir gesagt, das war eigentlich ein Aufhänger, gleich am nächsten Tag, das war ein richtiger Aufhänger für einen Faschingswagen. Und haben wir versucht, das ein bisschen umzusetzen. Du kommst ja nicht rein, gell? Ah, Schwanger, nicht runter. Du kommst ja nicht rein, gell? Ja, ja. Wir feiern die ganze
Aber Mistkerl, das ist witzig.